Ja, meine Meinung ist eben keine Angst vor Klartext. Das hat eben einen besonderen Grund, weil ich nämlich bei Sky gefeuert worden bin. Damals, weil ich zwei Äußerungen getätigt habe, die auf Twitter zunächst einmal sehr negativ beurteilt wurden. Und dann aus meiner Sicht hat dann der Konzern Sky viel zu vorschnell gehandelt und hat mich damals rausgeworfen. Und zwar, weil ja nicht jeder genau weiß, welche Sprüche das waren. Ich habe einmal zu Sophie Tomalla Bezug genommen. Die hatte einen Freund, Loris Karius, der bei Union Berlin im Tor stand. Das heißt, er stand nicht im Tor, sondern saß auf der Bank. Und ich habe dann in einem Kommentar gesagt, naja, für eine Kuschelnacht mit Sophia Tomalla würde ich mich auch auf die Bank setzen. Da hatte ich einen Sexismus-Shitstorm ohne Ende. Und damals wollte mich Sky schon rauswerfen. Aber eben aus, und das finde ich dann eben bitter, dass ein so großer Konzern so sich von Twitter orientieren lässt und dadurch schon gehandelt hat. Und dann haben die sich damals gesagt, naja, wenn noch ein Spruch von ihm kommt, von dem Dahlmann, dann schmeißt man wirklich raus. Und dann war eine Situation, dass ein Japaner aufs Tor geschossen hat. Und da habe ich dann formuliert, das wäre sein erster Treffer in Deutschland gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis erzielt. Ich muss in beiden Fällen sagen, Sophia Tomalla, mit ihr habe ich telefoniert, die hat darüber gelacht. Die hat gesagt, für mich persönlich ist das ein Kompliment. Ich habe mich gefreut über den Spruch. Die Betroffene also selbst hatte überhaupt nichts dagegen. Und bei den Japanerinnen und Japanern war es so, dass die mir geschrieben haben, hat gesagt, wir sind das Land der Sushis, wir sind stolz darauf. Das ist natürlich so ein bisschen, der Hintergrund ist, dass Sushis man doppeldeutig bewerten kann. Man kann damit A, die Köstlichkeiten meinen, was ich natürlich gemeint habe. Man kann aber auch abfällig damit Japaner gemeint haben. Aber das lag mir total fern und völliger Blödsinn, mir sowas zu unterstellen. Und dann hätte ich ehrlich gesagt Sky eine professionelle Einstellung gewünscht. Hat sie aber nicht gezeigt. Ja, das haben wir natürlich mal häufiger, dass die Toleranz zuschlägt und die Toleranzpolizei in den Unternehmen. Das, mir ist es ja auch so ähnlich gegangen, nicht, als ich mich kritisch zum Klima der Klimaentwicklung geäußert habe, bin ich auch gefeuert worden. Wo sind gefeuert worden? Bei der Deutschen Wildtierstiftung habe ich gesagt, es gibt natürlich auch natürlichen Einfluss auf das Klima. Ist doch jedem geläufig. Es hat und auch deswegen wurden Sie dann gefeuert? Ich wurde gefeuert vor 3 Jahren. Und es ist einfach so, weil die Entscheider möchten den Shitstorm vermeiden. Nicht? Die Entscheider möchten gerne angepasst sein, sozusagen im Mainstream mitschwimmen. Und wenn sie aus dem Mainstream irgendwo nur ein bisschen schräg oder anders auffallend erscheinen, dann werden sie gedeckelt und möglicherweise auch mit Existenznot versehen. Aber das zeigt eben eine, wie soll ich sagen, eine Hegemonie, eine Macht der Medien und des Mainstreams, die gefährlich ist. Warum? Weil wir solche Leute wie Sie oder die anderer Meinung sind, am Ende brauchen, wenn wir nach vorne kommen wollen. Es ist ja nicht so, dass der Mainstream immer recht hat. Ganz im Gegenteil. Ja? Früher war Querdenker ein Kompliment. Und richtig, Querdenker war ein Kompliment. Jetzt ist Querdenker das absolute No-Go. Das ist AfD oder sonst was. Ja? Und wenn wir das nicht wieder wertschätzen, die abweichende Meinung, die Kritik und aber auch mal den Witz. Und ja, vor allen Dingen der Witz. Also ich finde, es ist was wirklich als erstes beerdigt worden ist, ist eigentlich der Humor in der Debatte, ja, oder? Leider. Dass man eigentlich überhaupt keinen Scherz mehr machen kann, dass alle überempfindlich sind. Ja, wir haben irgendwie so eine Pussy-Generation inzwischen, die einfach nichts mehr erträgt. Mir fiel aber gerade ein, weil sie jetzt irgendwie, man hat sie also gefeuert, weil sie Japaner als Sushis bezeichnet haben. Nein, ich habe sie diesen Begriff benutzt. Aber selbst wenn er das gemacht hätte. Mein Gott. Wir haben, unsere Regierung ist gerade dabei, eine Antidiskriminierungsbeauftragte ins Amt zu setzen, die offen die Deutschen als Kartoffeln bezeichnet. Richtig. Und das scheint irgendwie kein Skandal zu sein. Sie sollten sich unbedingt bei Sky wieder reinklagen. Ja. Es ist einfach traurig. Aber wie ging es Ihnen denn da emotional? Also ich habe gerade überlegt, also wie es für mich wäre. Ich habe mich in Ihre Lage reinversetzt, versucht, mir ist ja noch nicht passiert. Da habe ich gedacht, wie furchtbar es für mich wäre, wenn ich hier irgendwie salopp was sage und dann plötzlich Axel Springer sagt goodbye. Das würde mich ehrlich gesagt in den Grundfesten erschüttern. Wir reden über Sport, wir reden nicht über irgendeine Das hat mich jetzt nicht so sehr überrascht, weil ich sage mir, meine Kollegen, Moderatoren und so weiter, Kommentatoren sind super Typen, aber in der Führungsspitze sage ich immer, mit Amateuren gewinnst du keine Champions.
Champions League. Mhm. Es sind wirklich Leute, die auch unlustig sind, die einfach keinen Humor selbst haben. Die haben einen Knigge rausgebracht, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Mhm. Man darf farbige. Intern gab es Knigge für die Meinungsäußerung. Den gab es danach. Mhm. Man darf nicht farbige sagen, man soll aber sagen People of Color, wobei ich dann eben sage, mein Gott, wo ist der Unterschied? Ja. Über Gendern, da muss ich sagen, da kenne ich Ihre Meinung dazu. Finde ich ja ganz fürchterlich, ehrlich gesagt. Ich bin ein Gegner von Gendern. Ich sage aber immer, ich respektiere die Leute, die gendern. Nur die Leute, die gendern, sollen mich nicht zu zwingen zu gendern. Die sollen mir auch die Freiheit lassen, weiterhin zu sagen, 80.000 Zuschauer im Signal Iduna Park. Und ich möchte nicht sagen Zuschauer. Aber bei dem Knigge habe ich schon noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, die anderen Kommentatoren sind super Typen und es macht Spaß. Ja, absolut. Hatte man denn dann das Gefühl, dass die auch schon das Gefühl hatten, nicht mehr alles sagen zu dürfen? Ja, natürlich. Dass sie sich kontrolliert haben vor der Kamera? Die haben eine Schere im Kopf und überlegen sich jetzt genau, was sie sagen. Das Schöne ist, dass ich wirklich einen sehr großen Zuspruch erhalten habe, auch von Kommentatoren von anderen Sendern, Bela Reti, ZDF, Tom Bartels, ARD, Marcel Reif, der geschätzte Bildkollege und so weiter und so fort. Von vielen Leuten wirklich Unterstützung. Selbst Elton hat sich dann in einem Video für mich stark gemacht, hat gesagt, wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Wir übertreiben einfach in Deutschland. Ich lebe zum großen Teil in Spanien und da zum Beispiel sagt man zu Kindern sagt man Niños, das ist der männliche Begriff. Man sagt aber in Spanien nicht Niños y Niñas, um Kinder damit zu Kinder sind Niños. Ja, aber bei uns wird das eben übertrieben aus meiner Sicht und wir sollten einfach mal wieder ein bisschen runterfahren. Es kann ja auch Existenzen zerstören, wenn das jetzt vor allem vielleicht auch jüngere Kollegen trifft, die auch noch nicht vorgesorgt haben oder noch nichts ansparen konnten. Was könnte man denn dagegen tun? Also gab es von Ihrer Seite irgendetwas, was noch Sie hätten tun können, um gegen Sky zu gewinnen, außerhalb des öffentlichen Zuspruchs? Nein, das war ja ohnehin unnötig, weil mein Vertrag lief eh aus. Deswegen war das purer Aktionismus. Und das, was Sie gesagt haben, die wollen sich einfach nur selbst schützen davor. Aber was ich denen einfach vorwerfe bei Sky, der Sky-Führung, dass sie einfach sich von Twitter so leiten lassen. Die sollen einfach mal abwarten. Jeder, der schon mal Shitstorms erlebt hat, Man soll einfach zwei, drei Tage warten. Wir hatten neulich mal den Fall von Nils Kaben beim ZDF, der ein Interview mit Toni Kroos geführt hat, war in Bild auch ein großes Thema über Tage, weil er sehr negativ gefragt hatte, ihm nach einem Champions League Sieg. Da hatte auch Nils Kaben sehr viel Shitstorm abbekommen. Da hat der Redaktionschef gesagt, Thomas Fuhrmann, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf und beruhigt euch mal wieder. Das war sicherlich nicht glücklich formuliert, aber war auch von Toni Kroos da überreagiert. Und dann, so nimmt er eben viel aus den Segeln raus. Und so hätte ich mir das auch von Sky gewünscht. So hätte ich das als Sky-Boss gemacht. Naja, ich hoffe ja mal, dass wir eines Tages gefeuert werden, dann Es ist vor allen Dingen auch für, ich finde, gerade wenn es Medienanstalten sind, wenn das Sender sind, wenn das Zeitungen sind, muss man ja gerade eigentlich auch die eigenen Leute verteidigen und auch das freie Wort verteidigen. Ja. Denn wir machen uns ja unseren eigenen Job kaputt. Also wenn quasi, weil man nennt das diesen Chilling-Effekt auch. Mhm. Also dass man sie feuert, ist ja im Prinzip, kühlt auch die Kollegen runter und sagt ihnen, sei vorsichtig, weil du bist sonst der Nächste. Genau. Das ist eigentlich Mao. Genau. Ja, und man schneidet sich ja als Medienbetrieb in das eigene sogar noch Fleisch Knigge. Hinein. Das hat ja nicht nur gereicht, ein Exempel. Genau, und die sägen an ihrem eigenen Ast. Und wenn ich mir das Publikum angucke, oder Ihnen geht es wahrscheinlich genauso, Sie haben wahrscheinlich von ganz normalen Menschen wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, die alle sagen, was soll der Schwachsinn? Und das ist doch alles völlig in Ordnung. Das heißt, die Menschen da draußen denken anders. Die wollen, wie man so schön sagt, frei Schnauze reden. Und wenn wir nicht mehr frei Schnauze reden können, dann reden wir über Fußball im Stadion. Und ich möchte unbedingt, dass wir Ihr Thema noch dran nehmen, weil ich das so wichtig finde. Und deswegen vielen Dank, dass Sie die Geschichte geteilt haben. Ich finde das sehr wichtig. Und